Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Silent Age bei Schmulia spielt Spiele auf nächste Woche Mittwoch. Und ja, beim letzten Mal waren wir vor Aiken und haben uns einen Weg hineingesucht. Jetzt sind wir in Aiken und wollen natürlich die Zeitmaschine stoppen bzw. zerstören, damit die Menschheit gerettet wird. Ich hoffe, das gelingt uns und ja, viel Spaß bei diesem Part. So, jetzt sind wir hier in diesem Fahrstuhl. Ich glaube, was wir letztes Mal nicht machen konnten, ist mit der Zeitreisen hier im Fahrstuhl. Die Luke ist immer noch offen. Ich habe keinen Grund, da wieder raufzugehen. Ich befinde mich auf einer Mission. Ja, die Mission Menschheit retten. Erde, ich muss durch die Luke gefallen sein. Ach so, okay. Das wird hier alles nicht funktionieren, nehme ich an. Das funktioniert schon seit langer Zeit nicht mehr. Und die Tür wahrscheinlich auch nicht. Nö. Okay, aber schön auch mal das zu sehen. Ich weiß nicht, in welchem Stockwerk wir jetzt sind. Wahrscheinlich im Labor. Ja. Hier ist jetzt auch noch kein Blut. Das erste Mal, als wir hier waren, war da ja Blut. Vielleicht vom Zeitreisenden. Das ist ja nicht den Computer, den ich suche. Der ist im Raum am Ende des Flurs. Okay. Okay, okay. Ich sehe einen Haufen großer Zylinder da drin. Freigabelevel Stufe 4. Diese Dinger sind farblich markiert und das sieht so aus, als ob ich hierfür keine eine Karte auf jeden Fall brauche. Die lässt sich nur per Kartenlesegerät öffnen. Normalerweise verraten dir die Dinger immer, welche Farbe die Zugangskarte haben muss, aber das Gerät hier leider nicht. Manipuliert hatten wir das letzte Mal. Ah ja. Kein Strom drauf und selbst wenn, glaube ich nicht, dass es nach langer Zeit noch funktionieren würde. Aber jetzt können wir da reingehen. Ah, okay. Aber ehrlich gesagt möchte ich mich hier erstmal im Raum davor umschauen. Ob hier noch irgendwas anderes ist, was wir anklicken können. Nö, funktioniert nicht. Das ist auch kein Strom drauf. Ah, aber hier ist eine Leiche mit einer Karte. Zugangskarte, was für ein unglaublicher Glücksfall, ja. Glück für uns, Pech für ihn, würde ich sagen, oder für sie. Das heißt, vielleicht können wir mit der grünen Karte ja jetzt hier rein. Ah ja, tatsächlich. Holy. Oh Gott. Diese Röhren da drüben, da sind Menschen drin. Was für kranke Experimente machen die hier? Oh, warte. Das muss das sein, wovon Dr. Lambert gesprochen hat. Die Leute sind nicht tot, sie wurden nur eingefroren. Also das sind alles Zeitreisende. Nicht, dass wir da auch noch drin landen. Ich weiß nicht genau, was die machen, aber ich weiß, dass ich da besser die Finger von lassen sollte. Oh je. Fenster. Da ist nichts außer einem leeren Flur. Das hier überwacht wohl die Leute in den Röhren. Higgins, Bertram, Vitalzustand normal. Ferguson, Markus, Vitalzustand normal. Ich bin nicht qualifiziert, um das mit Sicherheit zu sagen, aber wenn es das bedeutet, dass ich glaube, dass es bedeutet, dann sind die alle noch lebendig. Okay. Hier ist eins, das ist frei. Ich weiß nicht, ob da schon jemand entflohen ist. Oder ob das für uns reserviert ist. Obwohl Dr. Lambert mich hier darauf vorbereitet hat, das mit eigenen Augen zu sehen, lässt mein Blut in den Adern gefrieren. Ich habe in den letzten 24 Stunden eine Menge Skelette gesehen, aber zu wissen, dass die Typen noch alle leben, lässt mich eine Gänsehaut bekommen. Ihr geht, der Typ ist mit offenen Augen eingefroren worden. Es ist alles so eklig hier. Und die tun mir auch so leid. Okay, und wo sind wir jetzt schon wieder hier? Warte, ich überlege, ob ich nochmal zurückgehen soll. Irgendwie... Es gibt jetzt gerade mehrere Wege. Das macht mich ein bisschen verrückt hier.
Egal, ich schaue erstmal hier weiter. Irgendwann muss ich bestimmt wieder zurückgehen. Verschlossen. Wahrscheinlich auch alles verschlossen hier, oder? Da ist ein Post-it dran. Verschlossen. Mülleimer. Nichts außer diese Apfelkitsche. Aha. Und warum nehmen wir die jetzt mit? Lichtwand. Oh, diese Boah, ich kann das Wort nicht aussprechen. Da ist auf jeden Fall Licht und wir können das sehen. Da stimmt wirklich irgendwas nicht mit den Röntgenaufnahmen. Das Rückgrat von dem Typen ist wirklich sehr verbogen und beide Beine sind gebrochen. Sein linker Arm hängt nicht mal mehr an seiner Schulter. Was ist denn denen wohl zugestoßen? Ich bin zwar kein Arzt, aber ich bin ziemlich sicher, dass man normalerweise nicht so viele weiße Flecken im Gehirn haben sollte. Da hängen auch noch ein paar Haftnotizen. Bertram, 24 Stunden nach seiner Rückkehr, Todesursache, innere Blutung, gebrochenes Rückenmark aufgrund heftiger Muskelkrämpfe. Okay, krass. Jetzt in den Röhren vorhin sahen die gar nicht so komisch aus, aber mit denen scheint ja wirklich was nicht zu stimmen. Dieses Rohr hat ein Leck, es tropft auf den ganzen Boden. Ich muss ja auch noch die Zeitreise hier verwenden, also die Zeitmaschine. Lässt sich nicht öffnen. Okay, dann gucke ich erstmal in dem Raum, in der Zukunft, wie das da aussieht. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt hier passiert. Ah, okay. Die sind nicht ausgebrochen, aber leben auch nicht mehr. Messgerät. Okay, ja, da ist immer noch nichts Neues. Keiner drin, Gott sei Dank. Ja, hier aber noch. Igitt. Das ist furchtbar. Ich wette, er hätte niemals damit gerechnet, dass diese Röhre mal sein Grab sein wird. Ich wüsste gerne, wie lange es gedauert hat, bis ihm die Lampen ausgingen. Okay, also muss ich wieder hier hin. Können wir jetzt hier durch? Nö. Aber vielleicht können wir hier irgendwie hochklettern. Das ist leer. Es sieht so aus, als hätte es jemand auch sehr eilig gehabt. Die Führungsschienen sind alle verbogen. Der klemmt. Okay. Aber können wir da vielleicht hochgehen? Okay, dann gehe ich erstmal in den anderen Raum, wo ich vorhin schon drin war, kurz. Das war mal wieder hier durch den Flur. Bisschen schneller bitte, Joe. Es ist alles so beklemmend hier. Achso. So. Und mal gucken. Also erstmal schauen wir uns das hier alles an. Es gibt nicht viel zu sehen. Es ist kaum zu glauben, dass dieses Teil jemals so wichtig war. Jetzt ist es nur noch ein Haufen Schrott. Und hier können wir jetzt auch nichts machen wahrscheinlich. Dann schauen wir mal, wie das in der Gegenwart aussah. Oh. Das ist der Computer, der das ganze Ding hier kontrolliert. Das ist, was ich für Dr. Lambert zerstören soll. Jetzt weiß ich, wofür das Ding ist. Jetzt, wo ich weiß, sieht er noch furchtbarer aus als beim ersten Anblick. Ich muss irgendwas finden, womit ich ihn zerstören kann. Ja, ein Apfel vielleicht? Nee, okay. Dann gucken wir mal im nächsten Raum, was da ist. Oh, das ist die Zeitmaschine. Sofortbildkamera. Da ist sogar noch ein Film drin. Warum bewahren die das hier auf? Können wir uns das angucken? Ne, okay. Ich habe Angst. Das ist irgendwie irgendwas mit der Zeitmaschine. Das hat damit zu tun. Ich habe wirklich keine Ahnung was. Ich habe keine guten Erfahrungen mit diesen Geräten gemacht. Ich sollte es einfach in Ruhe lassen. Ja, ich glaube, das ist besser so. Vielleicht sollten wir da auch nicht unbedingt so nah dran gehen. Sie ist noch hier, genauso wie Dr. Lambert gesagt hat. Dieses Modell sieht genauso aus wie das, was Dr. Lambert bei sich zu Hause stehen hat. Jetzt muss ich nur noch den Computer im anderen Raum zerstören und die
die Maschine daran hindern zu starten. Ich glaube, da war wieder ein kleiner Übersetzungsfehler. Zeitmaschinensteuerung. Ja, sie ist mir jetzt genauso hilfreich, wie sie vorher war. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Ich sehe zumindest gerade nichts. Jetzt haben wir eine Sofortbildkamera. Was sollen wir denn damit? Vielleicht dokumentieren, was da drin geschieht? Können wir das hier abfotografieren? Aha. Oh. Der war vorher aber nicht hier, oder? Frank? Oh! Hey, Joe. I didn't see you there. Scared the crap out of me. I can't believe you're here. They told me you quit. I got to go upstairs and everything. Quit? Oh, right! Yeah, well, you know me. I'm a career opportunity guy. Something else came up. Management gave me your job. Well, sort of. The same responsibilities, at least. And, well, my own, so... Is that right? Well, good on you, Joe. Best of luck. Now, if you'll excuse... They said you already left. Did you forget something? No. Yeah. I forgot something. Listen, I'm a little tight on time here. Wait, what are you even doing down here? Well, like I said, I was given your job, so... Oh, right, right. Still, this part of the labs is actually off-limits, so you probably shouldn't be here. Und warum ist er hier? No, right. I know. I just happened to see you, so... Well, I need to get going, too. There's some important... there's a spill I need to mop up. Hey, can we grab a beer down at Izzy's when this is over? This week, I mean. I could really use the company. Beer? Oh, yeah, yeah, for sure. Great. Guess I'll leave you to it then. Awkward. Also irgendwas ist mit dem auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da gar nichts von weiß. Er ist sehr beschäftigt. Ich werde ihn besser nicht stören. Und warum ist er jetzt erst hier? Der war doch vorher nicht hier. Iris-Scanner. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Frank mir davon erzählt hat. Die haben sie hier installiert, nachdem die Umweltaktivisten hier letztes Jahr eingebrochen sind. Jetzt war der Text weg, schade. Aber warum ist er hier und was macht er hier eigentlich? Ich habe nicht die Befugnis, hier drin zu sein. Ja, gut. Iris-Scanner. Das Ding funktioniert seit langem nicht mehr. Ha. Klemmt. Hilft ein Apfel wahrscheinlich jetzt auch nicht viel. Eine Kamera wahrscheinlich auch nicht. Können wir ihm einen Apfel geben? Nein, Frank möchte wirklich kein Foto von sich haben. Als ich letztes Jahr bei Izzy's diesen Schnappschuss von ihm machte, während wir sein dreijähriges Jubiläum bei der Firma feierten, hat er beinahe mein Handgelenk gebrochen, um den Film aus der Kamera zu reißen. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Hier tropft es immer noch. Leckendes Rohr. Apfel zum Stopfen. Ach so. Hier ist Licht. Aha. Ja, den Iris-Scanner können wir bestimmt auch nicht benutzen. Jetzt einfach so, ne? Zutritt verweigert. Können wir... Nee. Okay. Ich dachte, vielleicht können wir da irgendein Bild dran halten. Das geht jetzt auf einmal. Ist nicht verschlossen, aber leer. Aber ich habe, glaube ich, zumindest gerade eine vorübergehende Lösung gefunden, um das Leck zu reparieren. Das Wasser tropft jetzt in die leere Schublade. Aha.
bräuchte etwas, um da reinzupflanzen. Wenn ich etwas Erde finden würde, könnte das vielleicht klappen. Und da ist jetzt Erde drin, oder wie? Nee. Jetzt muss ich auch noch Erde finden. Also immerhin haben wir jetzt schon mal das hier aufbekommen. So, okay, ich habe gerade in die Lösung gucken müssen, weil ich nicht mehr weiterkam und es ist irgendwie bescheuert, weil ich habe ja schon mal mit der Kamera hier auf die Kühlbehälter geklickt, aber ich muss es tatsächlich nochmal tun, weil ich brauche ein Bild. Und jetzt habe ich hier ein Foto von den kalten, toten Augen dieses Typen und das hilft mir weiter. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, also ich hatte es ja eigentlich mal angeklickt, aber scheinbar hat es nicht funktioniert. So, und jetzt können wir ja auch durch. There you are. Why the hell haven't you done anything about that leak yet? The leak? Hello? Anyone home? The leak next door, numbnuts. Do you have any idea how much the research in those file cabinets is worth? No, of course not. How could you? Just fix that leak, or so help me God, I'll have HR fix your walking papers. Wait. Look, I'm sorry. We're all under quite a bit of stress right now. I'm on my third pot of coffee and haven't had a thing to eat yet. I could get you something from the vending machine if... Vending machine? Vending machine? Gee, thanks, Professor. I never thought of that. If I could have something from the vending machine, don't you think I would have? I didn't spend 8 years at Cornell earning 2 doctorates just to have some schmuck buy my lunch. I'm on a diet, moron. Sympathischer Typ. Sorry, I'm getting agitated again. Diet? I'm not sure I... It's an all-fruit diet. The missus ordered me on it after my last physical. The irony is that it's supposed to help me with my high blood pressure, but now I'm just as angry all the time from low blood sugar. Tell you what, you find me some fruit, then cover for me while I slip out for a quick break, and I won't report you for the leak. Anything will do. A nectarine, perhaps, or... An apple? Yeah, an apple. That's the ticket. I'll find you an apple. Make sure that you do. And fix that damn leak! Sorry. Temper again. Komischer Typ auf jeden Fall. Aber, ja gut. Da müssen wir uns wohl irgendwie den Apfel wieder herholen. Ein Aufkleber drauf, Hydrofluor, das ist bestimmt eine Art Säure. Ja, der Wissenschaftler, den klicke ich gleich nochmal an. Hier sind noch Fotografien. Das sind wirklich ein paar furchtbare Fotos bei, alles sehr krank aussehende Menschen oder Leute. Sonst noch irgendetwas, Regale hier. Laborkram, eine Menge Laborkram. Dann reden wir nochmal mit ihm. Nee, okay, das lasse ich besser sein. Ich weiß nicht, was er mit mir anstellen wird, wenn die nächsten Worte, die aus meinem Mund kommen, eine Kombination aus Apfel und hier ist es. Achso, wenn es nicht ist, okay. Dann reisen wir mal in der Zeit und gucken, wie es da aussieht. Eine Leiche. Widerlich, er war vielleicht nicht immer nett zu mir, aber das hat er wirklich nicht verdient. Und das hat keiner verdient. Ich kann hier nichts Hilfreiches sehen, nur eine Menge zerbrochenes Glas. Und eine Kehrschaufel, die durch die Firma gestellt werden. Ich hatte nicht gedacht, dass ich nochmal eine von diesen bösen Jungs sehen würde. Okay, jetzt haben wir eine Kehrschaufel, aber wir haben ja immer noch keine Erde. Also ich habe in der Komplettlösung jetzt wirklich nicht weitergelesen, außer halt das mit dem Foto. Was mich übrigens immer noch nervt, dass das am Anfang nicht geklappt hat. Ja gut. Wo kriegen wir jetzt Erde her? Oh, er ist wieder weg. Frank ist weg und hier scheint noch eine Menge Akten aus dem Schrank zu fehlen. Seltsam. Ja, hier ist ja keine Erde drauf, oder? Nö. Wo finde ich denn jetzt Erde? Ach, da war doch... Ist da nicht irgendwie Erde oder sowas runtergefallen? Stand da nicht irgendwas hier beim... wie heißt das?
Fahrstuhl, Aufzug. Erde. Oh, ja, okay. Schnell, nimm die Erde. Ich will endlich diesen Apfel anbauen, anpflanzen, wie auch immer. Okay, was passiert hier gerade? Ich glaube, wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen. Gucken, was da jetzt passiert ist. Ob da etwas passiert ist. Nein, 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 die Zeitmaschine ist verschwunden. Das war so nicht geplant. Was wirst du jetzt machen, Joe? Denk nach, denk nach, denk nach. Okay, beruhig dich wieder. Denk nach. Wenn ich den Computer nebenan zerstöre, kann ich die Sache vielleicht noch gerade biegen, aber ich muss schnell handeln. Alles nur wegen einem Apfel. So, jetzt schnell den Apfel anpflanzen. Ich hoffe, das bringt überhaupt was. Jetzt brauchen wir hier so lange. Inzwischen. This means that from now on, you will be in charge of not only yours, but Frank's assignments too. That's right. That means downstairs lab sanitation, drain assignments, the works. With all the clearance that entails, that's a lot of responsibility we're investing in you, Jasper. I thank you, sir. But what about Frank? Bestimmt ist Frank mit der Zeitmaschine abgehauen. Aber was hat er vor? So, Erde rein. Apfel rein. Und Apfelbaum. So, okay. Jetzt schnell rüber zum Doktor. Apple a day keeps an doctor away oder so, ne? Bitte schön. And you brought me an apple. Good. There's no eating in the lab, so I'll just pop out for a few to get some fresh air. Anyone asks, I'm up on 14 redacting Tuesday's pathology reports. Got it? Just don't touch anything. Ich weiß nicht, ob ich das einhalten kann. Beziehungsweise ich weiß ziemlich sicher, dass ich es nicht einhalten werde. Ich nehme mir nämlich mal hier diesen schönen blubbernden Becher. Damit kann ich bestimmt ein paar nette Zerstörungen machen. Mann, allein der Geruch macht mich schon wahnsinnig. Dann schnell auf zur Zeitmaschine, beziehungsweise zum Computer. Ich hoffe, wir begegnen uns jetzt nicht selber. Das wäre äußerst unvorteilhaft. Müsste das nicht eigentlich auch hier wieder zugemacht werden? Nö. Achso, nach hinten müssen wir. Schnell, schnell, schnell. Oh oh. Leise, ich höre jemanden. Should I be writing this down? I don't have anything to write with. Shut up and pay attention. You are standing on the brink of an extinction-level event sent in motion by greedy halfwits. Will eventually end the lives of every man, woman and child on the planet. Oh, okay. Ich muss mich verstecken sofort. Oh Gott. Leerer Kühlbehälter? Okay. Da wurden wir gerade abgeführt. Und jetzt, ich gehe da rein, Supercomputer zerstören, die Zeitmaschine daran hindern zu starten. Ich bin so nah dran jetzt, ich habe Schmetterlinge im Bauch und meine Ohren dröhnen. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, da wird uns noch irgendwas zwischenkommen. Was ist das hier aber für ein Laborkittel? Das Blut. Das ist vom Zeitreisenden wahrscheinlich. Okay, zu, dann nichts. Die zerstören hier, schnell. Heilige Kuh, das frisst sich so einfach durch die Hardware, wie ein heißes Messer durch Butter geht. Und die Tür ist jetzt auf? Ah, Dr. Lambert.
Ich sollte das ja eigentlich verhindern. Poor Dr. Lambert. Keep your voice down. Yikes! Shh. You're alive? Well, for a little longer at least. But how? I faked it. Faked what? You detailed this exact scenario to me 40 years ago, remember? Of course you do. To you, it was a mere day ago. The earlier version of you had to see me die and get dragged off, so as not to alter the course of action that brought you to my doorstep in the first place. And yet I had to survive long enough to assist you in carrying out your mission. So I staged my premature demise. So you're not dying? Oh, I am dying all right. Despite my better judgment, I attempted to circumvent getting shot by taking a different route to the labs than originally planned. I foolishly believed I might actually bend the rules of cause and effect. The gaping hole in my gut makes it pretty damned evident how that turned out. Dr. Lambert, I... No more questions. Did you destroy the research data like I asked? The computer? Yes, sir. Yes, I did. Thank God. Now there is just one last matter to attend to. I need you to stop the last time pilot, the one who just left. Fortunately, we know exactly where, or should I say when, he is. The device, give it to me. You see that console behind you? Check the numbers in the first line of the fourth column and read them back to me. Holy shit, also wir haben ihn nicht angeschossen, aber er hat eine Wunde im Bauch von der Zeitreise, habe ich das richtig verstanden? Was geht hier ab? Und wir müssen jetzt irgendwie Frank hindern am Zeitreisen. 429-496-7295. Are you sure that's correct? I'm sure. Dear God. Was ist denn jetzt noch? I have configured the device to return you to the same destination. Here, take the device. Go end this. One last thing. You can never, never... Dr. Lambert? Are you... Dr. Lambert? Sir? Wahrscheinlich können wir nie mehr zurück. Das wollte er uns wahrscheinlich sagen. Ja gut, dann klicke ich da mal drauf. Irgendwo in der fernen Zukunft. Möbius-Trip. Oh, mein Kopf, was ist passiert? Wie lange war ich weg? Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, war, dass ich die Zeitmaschine benutzt habe und das macht mich zwar immer ein wenig durcheinander, aber noch nie so wie jetzt. Oh nein, meine Zeitmaschine, sie ist komplett zerstört. Ja, ich glaube, wir können hier nicht mehr weg. Ich glaube, das ist jetzt unsere Welt, unsere Gegenwart sozusagen, unsere neue. Aber dieses Kapitel werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Tschüss!